Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate und ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video hier, Leute. Danke an jeden Liker, an jeden Kommentator und Schreiber, danke an jeden, der mich hier supportet hier. Gerne weiter supporten, wenn ihr Bock drauf habt. Da würde ich sagen, Leute, stehen geblieben sind wir jetzt hier mit der lieben Evelyn Fry, hier in diesem Zug hier. Da würde ich sagen, pfeifen wir erstmal. Und dann bringen wir ihn um, würde ich sagen. Halt dein Maul hier. Bam. Es ist Zeit für die Ablenkung. Welche Ablenkung? Welche Ablenkung meinst du, Evelyn Fry? Die hübsche Assassinen hier. So, ah, sie macht auch einfach die Kapuze hoch, wenn sie hier normal läuft, also... Alles klar, okay. Okay. Bam. Ich bin unterwegs, Sir David. Mach das mal. So, looten würde ich sagen, kriegen wir die Messer wieder, wenn wir die abwerfen, oder... Ich schau mal ganz kurz. Ja, kriegst du 3 Stück zurück, die Leute. 3 Wurfmesser. Reflexwurf. Ah, das ist geil. Das ist sehr, sehr cool. So, aufheben würde ich sagen. Jen. Oder plündern erstmal. Ey, hebst du auf? Evelyn, hebst du auf hier? Das liegt auf dem Boden. Okay, sie will nicht aufheben, leider. Okay, würde ich sagen. Weiter geht's hier, Evelyn. Dann zum Lokführer, sage ich mal. Oder. Oh. Alter Junge, Evelyn ist auch sehr brutal. Ne? Bam, Junge. Nice, Evelyn, du Powerfrau. Du Powerfrau, du, ey. So, zack. Zack, zack. Oh. Nein, nein. Ich sag gar nichts, Labor. Ey. Ich werd nichts machen. Zum Labor schicken, what the fuck? Was für kranke Schweine ist denn das denn hier? Wir töten lieber doch lieber. Also wir könnten die zwei jetzt in Ruhe lassen, aber die wären dann doch im Auge. Halt mal! Oh, das ist sogar ein Stock hier, die Evelyn hier. So ein Gehstock hier. Tschüss! Geil, ey. Also der Jacob hat seine Faust und die Evelyn hat ihr Stab. Die verdammten Blei... Wie heißt denn die Bleitas oder so? War die Idioten, ey? So, was ist hier so schönes? Wir haben... Oh, ein bisschen Geld hier. Ein paar Pfunde und ein paar Wurfmesser. Very, very fresh. Very fresh hier. Ah, wir müssen die abkoppeln, die Lokomotive. Stimmt. So, dann rein hier, würde ich sagen. Evelyn? Evelyn? Evelyn, ich will hier lang, Evelyn. Bitte. Evelyn? Ah, jetzt hier. Abkoppeln, let's go. So, ah hier. Weg mit dem Zug, weg mit den Waggons hier. Tschüss. Ich ins Labor schleiche. Dreckschweine. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar, ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Was will die denn hier? Im Brecken! Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe.
Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Seins in Assassine. Okay. Ja. Ich probier's. Ich gebe mein Bestes hier. Ich denke, in Unity habe ich nicht so gut mich geschlagen als Assassine. Aber ich hoffe hier in Syndicate, ne? Umso mehr. So, suchen wir erstmal. Das Labor erreichen. Dann nicht so viel töten und vielleicht weniger töten, mehr schleichen, würde ich sagen. Komm mal rein hier, Idiot. So. Bam! Ah, der eine hat mich schon gesehen zwar, aber ich glaube, es ist nur einer. Komm raus, Kleiner. Halt's mal. Nein! Au! Hör auf! Also, wie soll man zustehen mit dem Stock, ey? Bam, Junge! Bastards. Ja, da würde ich sagen, einfach durchrennen, ne? Da ist noch ein Knecht hier, aber den lassen wir kurz mal in Ruhe. Wir springen hier zock ab hier. Da ab zum Labor. Mal sehen, was ist das für ein Labor überhaupt ist, ey. Was für ein Labor. Ich denke mal, Menschenversuch oder sonst was. Oder irgendwas mit Tieren. Keine Ahnung. Oder beides sogar gemischt, ey. Noch gestörter wäre das, ey. So, bam. Bam. Ah, ich bin hier, Leute. Sehr anfängerfreundlich hier. Rüberspringen bitte. Evelyn, das ist doch ganz einfach für dich hier. So. David Brewster, wo bist du? Und deinen komischen Versuchen. Wo ist nur Brewsters Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, muss es doch hier sein. Let's go, Kopfschuss, geil. Gegner mit hängenden Fässern töten. 5 Stück müssen wir machen, okay. Laboratorium. Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Es ist oben irgendwo, ne? Ist noch eine Truhe, würde ich sagen. Kurz öffnen, bam. Die Knecht lassen wir kurz mal in Ruhe reden. Und dann würde ich sagen, ab dem Weg nach oben, wenn es geht. Oder ist hier überhaupt ein Weg nach oben oder ist aber nur ein anderer Eingang? Ich glaube, das ist... Ah, hier. Eine Treppe. Sehr geil, sehr geil. Ist da Brewster drin? Oh. Wir können hier schon rein. Oh. Rauchbombe aufrüsten. Zielen und werfen. Ah, man kann jetzt sogar diesmal die zielen hier. Wie? Also nicht wie bei Unity. Bei Unity konnte man auf den Boden schmeißen, glaube ich sogar. Was ist das hier? Oh, bam. Und ihr seid zu uns. Der Erste und du bist der Zweite. Let's go. Bist du ein Zauberer oder so? Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Oh. Der ist doch ein Zauberer. Mehr oder weniger. Okay. Evelyn, charmant. Ja, mag ich. Schön kalt, eiskalt. Und noch ein bisschen charmant dazu. I see. Dann ab zum Untergrund, oder? Zu diesem komischen Labor, was auch immer das war. Oder irgendwas mit elektrisierten Sachen oder so. Elektro. Ist auch immer so groß in England geworden hier, ne? Alles drum und dran. Und es regnet schön. Es pisst schön in England. Aber ist auch nichts Neues, ne? Englisches Wetter ist ja immer bekannt dafür, dass es immer regnet. Immer kalt ist. Ja. Und nie gut aussieht. Evelyn, Süße, kannst du bitte rüberspringen oder dann eben so? Ganz langsam runterspringen hier. Dann ab ins Labor rein. Ah! Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben oh, hängst. Der Endsplitzer? Ist da der Endsplitzer, Leute? Na. Ja, gut, das wollte ich jetzt nicht werfen. Sie haben genauso ein Recht, hier zu sein wie du. Hä?
Wie ist er zum Beispiel jetzt dorthin gegangen? Halt dein Maul. Gib mir deine Schlüssel. Schnell, 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 schnell. Hab ihn. Du hast nichts gesehen, ja? Du hast gar nichts gesehen. Okay, putz weiter, oder fang einfach die Ratten weiter. Okay, sie verpetzt uns gar nicht, ihre Ehrenfrau. Ich glaube, sie mag ihn genauso wenig wie wir ihn, den Gegner. Oh. Können wir nur mitnehmen schnell hier. Und dann... Schon groß die, ne? Die Station hier, ey. Übelst groß. Es geht nicht ab, Alter. So. Ah, sowas hier. Ich kenne sowas von dieser einen Super-TL-Serie. Aus dem Zug. Aus dem Zug-Serie war das gewesen. Das war nicht Tom die Lokomotive, es war eine andere Serie. Die war ein bisschen moderner, die Serie. Da haben wir auch die Züge hier in diesen Kreisen gechillt, ein bisschen gequatscht hier. Da gab es so blaue, rote und auch orangene Züge. In jeweils anderen Formen und so. Muss vielleicht mal nachschauen, wie die Serie heißt. Ich werde es, glaube ich, irgendwo mal einblenden hier, die Serie. Ja, dann würde ich sagen, erstmal hier die Abschlachten mit der lieben Evelyns Fähigkeit. Bam, Junge! Let's go hier. Aber ich glaube, Waffen gab es zwar schon, aber glaubt nur so Schlagringe oder so. Schwerter in der Art, glaube ich, gab es dann nicht mehr. Ich könnte auch falsch liegen zwar. Halt dein Maul. Oh mein Gott, wo ihr Eier geschlagen. Das ist schon ein bisschen ehrenlos, muss ich sagen, ne? Das ist schon ehrenlos. Halt's Maul, Junge. Die sind einfach zu besiegen, Leute. Ich würde sagen, einfach draufschlagen, oder? Au! Dumme Bastards! Au! Ich hab doch geblockt hier! So, Bastard, Junge, friss das hier! Hör auf, Junge! So, stirb jetzt mal ab zur Limit hier. Bam! Sehr schön, Evelyn, sehr schön. Du bist die Beste. Du bist die Beste, Evelyn. Ich hoffe, dir hat kein Freund. Kappa. So, wo ist jetzt die, die Station? Ich glaube hier, oder? Oh, das sind so viele Ratten, ey. Das sind so viele Ratten, Alter. Dann hier rein, oder was? Bleh. Eklig. Nichts mehr raus hier. Nein, 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 nein. Wir müssen hier rein, auf jeden Fall müssen hier rein, Leute. Das ist der richtige Weg schon hier. Das ist schon der richtige Weg hier, ey. Aber wo ist der Eingang? Schafft sie hier weg! Ah, hier ist der Eingang. Okay, alles klar. Ein paar letzte Worte. Nö. Stuppert zur Hölle, wollte ich sagen. Bam. Was ein Bastard. Dann müssen wir rein, Leute. Und dann mal sehen, was sie hier da so getrieben haben im Labor. Let's go, Evelyn, let's go. Fahrstuhl, war? Ja, Fahrstuhl. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Und weiter geht's. Ab nach unten. Ah, zwei Fähigkeitspunkte erhalten. Genau. Okay, da würde ich sagen, verbessern wir uns erstmal. Wir können auch, glaube ich, sogar Jacob und Evelyn separat aufleveln. Also, die haben verschiedene Punkte. Oder ist es dann doch zusammen? Ah, Evys Punkte. Alles klar. Doppelattentat. Wollte schon immer einsetzen davor, aber hat nie geklappt hier, weil wir die Fähigkeit nicht eingesetzt haben oder freigeschaltet haben. Da würde ich sagen, machen wir rein hier die Fähigkeit. Let's go. Können wir auch noch den Jacob vielleicht aufleveln, während wir Evelyn spielen, wenn es geht? Ich drücke mal irgendwelche Switch-Tasten, aber ich glaube, wir können nur die verbessern, die wir gerade auch spielen, ne? Macht auch vollkommen Sinn hier. Alles klar. Beute Takedown. Plünder automatisch. Rein damit. So hilfreich. Da muss man nicht mal plündern hier, Leute, während man die umbringt. Oder getötet hat sie, sage ich mal. Zeitsparend und einfach komfortabel. Nice, nice. So, Doppelattentat müssen wir dann hier auch benutzen hier im Tutorial. So, machen wir das mal hier, oder? Let's go hier. Bam! Zack, wie Arnoe. Einpacken und ein Abstechen. Sehr geil. Halt dein Maul. Lass die Frau in Ruhe oder den Mann hier. I'm not insane, mate. I'm not insane. I'm your savior. So easy. Wo
ist das Labor jetzt endlich? Ist es hier irgendwo? Das muss doch so stinken hier unten im Abfluss, oder? Könnte ich niemals aushalten hier unten. Wäre ich hier unten, Alter. Ich würde kotzen hier, weil bei starken Gerüchen, da kommt mir alles immer hoch, ey. Das mag ich null, ey. Stinky, stinky hier. So, sind wir jetzt richtig hier? Aber schon krass, ne? Also wenn die damals zum Beispiel echt aufgebaut haben hier im alten England, schon beeindruckend. Und ja, ich hab's befürchtet. Irgendwas Elektronisches, ey. Der Edensplitter. War schon noch irgendwie klar, oh. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört, wir brauchen Ergebnisse, sofort. Okay, Luftattentat auf Brewster verüben. Machen wir ganz easy, oder? Machen wir ganz easy. Ich muss sagen, das Spiel ist schon etwas anfängerfreundlicher als die alten Teile. Zum Beispiel Unity war jetzt nicht so anfängerfreundlich. Das war dann noch ein bisschen schwieriger, weil die NPCs auch ein gutes Auge hatten, ne? Das ist schon mal klar. Aber das ist schon ein bisschen komfortabler, ein bisschen einfacher auch. Aber es wird sich am Laufe des Spiels ändern hier. Wird auch ein bisschen schwieriger sein. Das ist eine Tutorial-Phase gerade. Aber man merkt, wie gesagt, schon, es ist alles ein bisschen flüssiger. Ein bisschen angenehmer auch zum Steuern. Ja. Macht schon Spaß, macht schon Spaß. Ey, Bro, kannst du dich auch zücken? Nee, ne, okay. Mach keinen Schrei nicht rum, Alter. Ein Schrei, du bist tot, Bruder. Soll nicht hier ernst sein. Soll nicht hier ernst sein. So, dann würde ich sagen, können wir ihn von hier aus abmuxen? Ja, können wir sogar. Bam! Let's go hier. Brewster ist tot. Let's go, Leute. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starry nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ruht in Frieden. Ich glaube, das mit dem Blutabwischen hat auch, glaube ich, Ezio damals gemacht, war? Mit dem Taschentuch und dem Blutabwischen. Ich glaube, es hat er auch damals gemacht, ja. Ich glaube, es ist so ein Assassin-Ding hier. Oh. Ja. Aber. Nee, ich bin das Ziel, Leute. Oh. 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 Wie geht alles in die Luft, Leute? Wir müssen schnell raus hier. Das ganze Wasser, die ganzen Systeme fallen runter. Oh Gott. Das tat weh. Evelyn, geht's dir gut, Alter? Geht's dir gut, ey? Wir müssen Evelyn beschützen um jeden Preis, Leute. Jacob muss sie beschützen, ey. Ja, renn weiter. Ja, renn weiter, ey. Boah, alles ist jetzt zerstört. Ich hoffe, das wird sich nicht auf die Bevölkerung auswirken hier. Dass die Wasserröhre zerstört sind, das ist schon krass, ey. Edensplitter. Aber war das ein Apfel oder war das ein. Oder war das was anderes? So ein. Es war so eine Art Ring hier. Kein Apfel, kein gar nichts. Einfach auch mehrere Edensplitter oder wie? In der Zeit. Was ich halt nur kenne, ist einfach nur ein Apfel, ein Stab und ein Schwert. Aber wenn es mehr geben sollst, dann. Habe ich auch schon neues gelernt hier in dem Spiel. Oder generell in der AC-Welt. So. Jetzt kommt! Genau auch wie bei Jacob. Endet hier alles wie einem Chaos, ja. Alles ist zerstört. Alles voller Trümmer. Aber die beiden Geschwister haben überlebt. Das ist die Hauptsache, Leute. Auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, Leute, war eine coole Mission. Wir machen das mal weiter hier. Let's go. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein?
Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Na, das wird der Assassine, der uns hier lehrt. Nicht so schön finden. Ubisoft präsentiert, Leute. Und das ist der Anfang, Leute, von diesem Spiel. Und die Musik wieder. Ezio's Family, Assassin's Creed Syndicate. Nice. Ich finde schon, dass die Soundtracks von Ezio's Family immer ein bisschen in anderen Spielen eingefügt worden ist. In einer kleinen Phase auch. Ich weiß. Sehr, sehr geil. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Das ist schon ein bisschen krank, dass noch die... Sie müssen nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerung. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Das ist schon krass, dass diese Kämpfe zwischen Assassinen und Templer noch bis zur heutigen Zeit geht, wa? Also, das ist schon auch ein bisschen verstörend hier auf jeden Fall. Okay, da würde ich sagen, England, London ist da, Leute, in der Welt. Auch eine geile Map, muss ich sagen. Ja, deswegen habe ich schon auch sehr Lust drauf, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Desmond, ist Desmond eigentlich hier auch im Spiel? Das weiß ich gerade gar nicht, ne? Das wäre ganz cool, wenn Desmond auch mal wieder vorkommt. Aber Desmond hat hier alles begonnen, hier. Die ganze Reihe mit Ezio, war auch sau cool. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger! Kaum in London schon wurde wieder überfallen hier, Leute. Also, willkommen in der Großstadt hier. Aber warum flackert es immer so komisch mit dem Licht hier? Das finde ich voll merkwürdig. Warum jetzt nach 6-7 Jahren Spielexistenz hier von Syndicate hier, ne?
Finde ich ein bisschen weird. Jacob, du sollst schnell laufen, Jacob. Du bist zu lahm, Jacob. Du bist zu lahm. Dein Geld ist weg, Jacob. Schnell, renn weiter. Renn, 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 Alter. Du musst dein Geld zurückholen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ich mach Fotos, die war. Sorry, sorry. Viel Glück euch, falls es ein Hochzeitsfoto war. Nein, du kleiner Verbrecher. Oh. Halt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Halt einmal. Greifen an. Mal sehen, wie warm dein Inneres. Greifen an, ja. Bam. Bruder, gib mein Geld wieder, okay? Spinser? Ich will mein Geld wieder haben gleich hier. Hör auf zu flackern, Spiel. Hör auf zu flackern. Hör auf zu heulen, Junge. Hör auf zu heulen jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Bam. So, let's go hier. Du frisst das hier. Und du frisst das hier. Hinrichtung. Let's go hier. Bam. So, und du wirst auch sterben hier. So. Wo ist mein Geld hin? Gib mein Geld hin. Was hat London sonst noch zu bieten? Gute Frage, aber... Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jake. Hör auf zu flackern, Spiel! Hör auf zu flackern! Ich konnte schon immer besser klettern, nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Nö. Nein, schnell, Jacob! Nimm die Beine in die Hand! Auf keinen Fall! Oh ja, Evelyn schon schnell, ey. Die ist sehr schnell. Jacob! Wir sagen, Jacob ist zwar ein bisschen stärker einfach. Oh, warte mal ganz kurz. Ich denke, das ist eine gute Abkürzung, oder? Jacob, schnell! Nutze den scheiß Fahrstuhl, Alter. Und die Aufzüge meine ich jetzt auch dasselbe eigentlich gefühlt. So, schnell, 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 schnell. Yes, wir haben es erreicht, Leute. Wir sind der Beste. Wir sind die Besten hier. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Wer bist du denn, Alter? Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also... Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Gerne. Okay, Leute, würde ich sagen, in der nächsten Folge dann mit denen hier, mit Green und Evelyn hier den Aussichtspunkt mal genießen und ja. Cool, London cool. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, like uns gefallen hat. Wir hören uns dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao, ciao.